Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Runde Flohmarkt-Schnäppchen. Ja, ich war doch auf dem großen Flohmarkt an der Dresdner Pferde Rennbahn oder auf der Dresdner Pferde Rennbahn, nicht an, sondern auf. Der ist immer eben im Monat. Jetzt noch Oktober, November nochmal, dann ist glaube ich Ruhe. Erstmal wieder. Ja, viel los, viel Stände. Ich dachte erst am Anfang ging das aber sehr schleppend los. Ich dachte, ich finde gar nichts. Ja, also es ist dann, wurde dann aber etwas besser so mit Nein und war sehr gut besucht. Ja, die Leute standen dann Schlange, weil immer nur bestimmte Menge reingelassen wurde. Ich gehe ja immer gleich früh noch vorm Aufmachen, dass ich gleich dort bin, ne, egal wo. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm und das war gut. Also ich möchte nie wissen, wie lange die jetzt bestimmt immer noch stehen und damit sie dann rein können. Und bei der Wärme, die da ist, da sieht sich's wieder, wenn man zeitig kommt, nicht? Ja. Wer zu spät kommt, der bestraft das Leben. Wie heißt das so schön? No, nicht. Der frühe Vogel fängt den Wurm, hat man schon. Ja, und ich bin da immer gleich. Zack, zack. Na, ja, meine Lieben, ich würde sagen, holen wir die Tüte wieder. So, wieder die schöne blaue Tüte. Nicht? Wie gesagt, für alle neuen Zuschauer, ich bekomme nichts von der Firma. Keine Zuwendung, gar nichts. Ja, meine Lieben, ist heute eigentlich mehr Filme, Serien lastig. Und zwar habe ich, das habe ich ganz zum Schluss gekriegt, Pippi Langstrumpf DVD-Box. Für 3 Euro habe ich die gekriegt. Habe ich noch gar nicht reingeguckt hier. Oh, mit Beilage, du. Alles da, wunderschön, du. Alle Pippi-Filme. Pippi da, so sieht's aus, du. Herrlich. So. Wirklich top Zustand. Mal DVD gucken, weil ich habe wirklich, die Herren sahen so vertrauenswürdig aus, die das verkauft haben. Ja, also kann man nicht meckern hier. Da habe ich gar nicht reingeguckt. Ne? Man muss den Leuten ja immer vertrauen. Ich finde die Filme, finde ich irgendwie gut. Kann man ja wieder denken, was man will, nicht? Aber ja, hübsch. Sind hier eigentlich drauf, DVD 1. Pippi zieht in die Villa Kunderbunt. Pippis neue Freunde, Pippi auf dem... Ach, das ist die Serie. Pippi macht einen Ausflug. Ja, Pippi und die Gespenster, Pippi auf dem Rummelplatz, Pippi lernt Pluti Migration, aha, Pippi und das Weihnachtsfest, Pippi und der Spuk, naja. Und die Seeräuber. Auf der DVD ist Pippi Langstrumpf und die Seeräuber, Teil 1 bis 4. Mit Pippi auf der Walz. Teil 1 bis 4. Auf der DVD 5. Nicht da, du, das kennst du noch gar nicht, seht ihr? Ich habe zwei mit den Filmen, habe ich schon noch zwei. Oh, jetzt hab ich schon. Der Einlage vergessen, du. Der Einlage vergessen. So, na ja. Also, für das Geld kann man, glaube ich, nie meckern, kann man ja. Wir können es immer heute oben anfangen. So. Ja, dann habe ich gekriegt Staffel 1 Smallville. Na, ich bin ja nun mal ein Serienjunkie und jetzt kriegt man die ja relativ günstig, ne? Ja, Sex in the City, die Staffel 6. Ah, muss man haben, du, muss man haben. Was greifen Sie sich noch den Stern? Da gibt es wieder Code hier. Oh, mit Einlage, alles schön, du. Schön in rosa nicht gehalten. Rosa ist das herrlich. Jetzt hab ich die 5 und die 6. Mal gucken, da fehlen aber noch die ersten 3 Staffeln. Das ist ja nicht viel. Ja, dann hab ich CSI Miami Staffel 1, Folgen 1 bis 12. Muss ich ein bisschen sauber machen. Muss ich ein bisschen sauber machen, aber eben auch noch so weit guter Zustand. Wunderbar. Die beste von den 3 finde ich sowieso war Las Vegas. Also, meine persönliche Meinung. Der steht immer dann bloß rum mit seiner Sonnenbrille und dann, das finde ich immer ein bisschen lächerlich, nicht? Aber. Ja, mei, nicht? Ja, mei, hörte der Bayer so. Ja, mei. Oh. So, das muss ich ein bisschen sauber machen. Das ist ein bisschen Schmutz, du, ein bisschen Schmutz. Oh Gott, nur bleibt hier, kleinen Umfaller haben wir schon, den ersten Umfaller. Ach nee.
Dann geht's weiter mit Serien. Du, wir haben heute Serienzeit. Lost. Staffel 2, die Episoden 1 bis 12. Da fehlen also, glaube ich, da noch die anderen. Auch guter Zustand, weil heute war wieder einer da, der hat immer haufenweise Kisten, sowas, der kommt auch immer mal und so, und da findet man immer mal schöne Sachen. Und da habe ich das heute dort völlig wieder zugeschlagen. Da, wir bleiben bei den Staffeln, da habe ich hier Battlestar Galactica, die erste Staffel. Also das ist ja die Neuverfilmung vom Kampfstern Galactica, nicht? Mal sehen, ob man das auch nochmal kriegt, weiß ich nicht, mal gucken, so. Sieht man das? Seht ihr, wenn ich das mit der Videokamera machen würde, da hätte ich so ein kleines Bildschirm, da würde ich das gar nicht sehen. So, haben wir jetzt noch eine Staffel? Ja, hier, glaube ich, gekriegt, du Boston Legal. Staffel 2. noch eingeschweißt, ja, die ist noch nie ausgepackt. Oh Gott, hier ist die Verpackung beschädigt. Ich finde die Serie, ich weiß auch nicht. Die Rechtsverdreher-Serie, ich finde sie ganz lustig. Sind natürlich immer mal wieder Folgen drin, wo die so, die Propaganda-Folgen dürfen ja nie fehlen. Warte mal, vielleicht machen wir das jetzt so, weil die fällt immer um. Ja, die ist ja so. Ja, aber ansonsten finde ich die Serie mit Captain Kirk nicht. Captain Kirk. Wie heißt er? Ich hab's vergessen, du, glaubst du das? Ei, ich komme jetzt hier. William Shatner, hier steht's. William Shatner. Gott, der Weimar ist ja manchmal. Oh, original verpackt noch, du. Da wollt ihr? Na gut, 3 Euro. Ist ja kein Ding nie. So, hab ich jetzt hier noch Serien? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Mhm. Ja, hier hab ich Tatsache. Ne, das ist keine Serie, aber. Nee. Nee. An Serien war's das. Kommen wir zu den Filmen. Ich habe hier wieder 3 Louis Defenet-Filme schön in der Box. Ja, herrlich. Balduin, der Schrecken von Saint-Tropez, du. Hier alles drin. Dann haben wir hier Louis unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen. Oh, ein Klassiker schlechthin. Und Louis und seine verrückten Politessen. Also das ist wirklich, ich mag den und da kann man ja sagen, was man will. Aber bei dem hat man eben auch gemerkt, dass eben Schauspielern sein Leben war. Ne? Also von innen heraus. Und nur einfach. Ja, die hab ich gleich zu Anfang gekriegt. War schon 5 Euro war ich dafür los. Aber kann man ausgeben. Für Louis Defenet auf jeden Fall. Also ich zumindest. Ne? Ist ja, Geschmäcker sind ja verschieden zum Glück. Ja, meine Lieben, dann geht's weiter. Hier noch original verpackt. Underworld Aufstand der Licorno. Ich weiß gar nicht, ob ich nur die schon hatte. Mit Wendecover ohne FSK. Die FSK 16. Jetzt haben wir hier gar keinen Platz, du, jetzt wird's voll. Die stehen ja nicht von der Lehne. Was machst du denn hier? So viele DVDs müssen wir doch schon hier mal so anfangen. Ja. So. So, dann kommen wir gleich mal raus. Dann haben wir schon einen Horrorfilm, tödlicher Anruf. One Missed Call müsste das eigentlich heißen. Der ist nicht schlecht. Wer wird der Nächste sein, du? Es passiert einmal, dann wieder und wieder. College-Studenten erhalten unheimliche Mailbox-Nachrichten. Ach nee, das ist das nie. Auf ihrem Handy. Alle mit dem gleichen Inhalt. Sie hören ihre eigene, von Schmerz verzerrte Stimme kurz vor ihrem Tod. Was anfangs wie eine Warnung aus der nahen Zukunft scheint, wird kurz darauf zur grausamen Wirklichkeit, du. Und FSK 16 ist meist gruseliger, nicht? So, dann hab ich die Drehs 2, ja, den ersten Teil hab ich schon. Wusste gar nicht, dass es einen zweiten gibt, als FSK 18 Version. Wusste ich nicht. So, dann hab ich nochmal geholt. Underworld Extension Cut. Nun wusste ich nicht, ob ich die jetzt schon hab oder nie hab, als FSK 18 Version. Schön alles drin, super Zustand. Da muss ich mal gucken, muss ich die andere, die ich hab, dann wieder weggeben. Das ist wie mit der Licorno hier, das wusste ich auch nicht mehr. Man wird alt, glaubst du? Man kann es nicht mehr merken, nicht mal, was man im DVD-Recall hat. Aber das ist einfach, wenn man so viel hat, ist das einfach. So, dann habe ich gekriegt Märchen, das bucklige Pferdchen. Schön. Märchentrickfilm Russland müsste das sein. Also UdSSR damals. Laufzeit 71 Minuten. Progress Filmverleih, DEFA Stiftung. Ja. Genau, UdSSR von 1975, du. Der Maulwurf in der Stadt, nicht?
Ja, sogar noch mit Beilage. Oh, die sind alle, die muss ich alle ein bisschen putzen. So, dann haben wir hier die Abenteuer des gestiefelten Kater. Die kannst du noch ein bisschen verkaufen, deswegen habe ich sie wieder mitgenommen. Weil die kostet ein bisschen mehr noch. Weil die ist nicht ganz so oft. Märchenklassiker auch. Sowjetunion. Ja, UdSSR von 1957, meine Fresse, die. Und dann habe ich nochmal, warte mal, das machen wir dann, das machen wir auch dann, das machen wir auch dann, jetzt machen wir erstmal hier noch DVD, habe ich ein Steelbook gekriegt, Zombies. Dafür habe ich schon 3 Euro bezahlt. Und der Hauptsache, der Film ist dann ja gut. Dass wir wieder Steelbook haben und der Film ist Mist. Ah, bestimmt zu viel bezahlt. Bestimmt. So, wo legt man hin? Wir machen hier heute mal die Filme-Ecke hier vorne hin. So. So. Dann Thomas und seine Freunde. Folge 1 und 2. Die hat mein jüngerer Sohn immer geguckt. Ja, und ich habe immer mitgeguckt und jetzt hole ich sie mir immer. Vielleicht gucken sie ja meine Enkel. Ist auch ganz für Kinder eigentlich auch ganz niedlich mal noch. Dann haben wir hier nochmal Thomas und seine Freunde. Folge 7. Thomas tierische Abenteuer. Und nochmal Thomas und seine Freunde, Folge 4. Viele kleine Lokomotiven. Ja. Dann hab ich, weil ich alles genommen habe, hat er mir dann geschenkt. Ne? Die Kunst des Mordens, Karten des Schicksals, PC-Spiel. Ich weiß ja gar nicht, ob das eh so ein Rätselspiel ist. Ich hab's einfach mitgenommen. Ich habe es einfach mitgenommen. Das sieht, bestimmt ist das hier wieder so ein Abenteuer-Rätselspiel. Weil die mache ich ja auch gerne, ne? Weil ist für mein Alter nicht ganz so aufregend, als wenn man hier die Evil Within spielt, nicht? Wo man dann völlig entnervt und Roller in die Ecke fetzt, weil man mit der Steuerung nicht klarkommt. Ah, Windows XP Vista DirectX 9, du. 2 GHz Prozessor. Dual Core, Mensch, du. 512 MB RAM. Ja, Mann. Also, warte mal, ein kranker Serienmörder hinterlässt eine blutige Spur quer durch die USA. Er richtet seine Opfer auf grausame Weise hin und versteckt eine Spielkarte am Tatort als Markenzeichen. Doch das reicht ihm nicht. Er beginnt mit dem FBI-Agentin, ah, da spielen wir wieder eine Frau, und Serienkiller-Spezialistin Nicole no, Bonnet, ein Psychoduell. Besuchen Sie detailreiche Schauplätze mit atmosphärischer Grafik. Also müssen wir hier bestimmt einen Mordfall lösen. Da könnte man bestimmt mal irgendwann ein Let's Play machen. Wenn es unter Windows XP geht, da ist es ja gut. Hab schon einen XP-Rechner. Ich weiß, man könnte spielen. Zur Zeit habe ich, wie gesagt, keine Lust. Und dann habe ich hier für die Xbox Classic. Xbox Classics. Habe ich hier. Dead or Alive 3. Ob das nun was ist oder nicht ist, weil ich habe keine Xbox, aber das stand da einfach so mit rum. Ja. Für die Xbox, was ist jetzt, weiß ich nicht. Verwenden Sie Xbox Videospiel, Xbox System? Will ich gar nicht Xbox Videospielsystem. Das ist bestimmt die erste, so wie es aussieht. Auswurftaste. Controlleranschluss, Controlleranschluss. Oh, Xbox Classic, denke ich mal. Na, gucken wir mal, was finde ich schon raus, für welche das sein soll. Mit Xbox Videospielsystem. Na, geschenkt. Muss ich ein bisschen sauber machen. Hat er mir dann zu dem ganzen Haufen dazugegeben. Also der meiste Haufen ist, wie gesagt, bis auf Ausnahmen. Die hab ich woanders geholt, die hab ich woanders geholt. Das ist alles von dem. Die ganzen Serien. Ja, die Serien. Außer Louis ist von jemandem und die Pippi. Und das alles hab ich, bei dem hat ich ordentlich geladen. Hat ich gefreut. Ja, und dann hab ich noch gefunden. Sims 2 Freetime Erweiterungspack. Hab ich noch gar nicht. Das ist allerdings auf Englisch, da müssen wir mal gucken. Mit New Activities, du. Create Activities. Das ist allerdings auf Englisch. Mal gucken, ob das zum unserem dazu passt. Muss man sehen. Wie gesagt, ich hab's noch nicht. Und man findet immer wieder was. Freizeit. Freizeit. Mal gucken, ob es das auf Deutsch. Na, mal gucken. Hab ich bezahlt. 1 Euro, da kann ich glaube ich nicht meckern. Da kann man glaube ich nicht viel falsch machen.
wenn man hier mal das nimmt. Ja, meine Lieben, dann haben wir hier, hab ich doch noch ein paar Schallplatten, hab ich noch, hab mir geleistet. Stevie Nicks, Black a Little, wunderschön, der Preis hier hinten stimmt nie, wieder bei meinem Stammhändler. Konnte ich nicht vorbeigehen, ohne was zu kaufen heute. Oh, schön mit Inhalle. Oh, leider ist er hier. Bim. Naja, passiert. Aber die Schallscheibe selber sieht noch gut aus. Die sieht noch gut aus. So. Und heute war Stevie Nicks Tag, hab ich gleich noch den zweiten mitgenommen. The Other Side, The Mirrors, auf mir, auf The Mirrors, The Other Side, auf The Mirrors. Die hat einfach eine traumhafte Stimme. Das ist hier die Frontsängerin von Fleetwood Mac, nicht? Mit der Rihanna. Hier sieht's noch gut aus, alles. Und die hat eben auch mal Solo immer gemacht. Und... Oder andersrum, sie war Solo und hat dann immer mal bei Fleetwood Mac, das verwechsel ich immer, das ist, man kann sich das auch nicht mehr merken mit der Zeit. Weil bei Fleetwood Mac war ja auch immer so, die haben ja auch Zeiten gewechselt, ja, wie andere Leute, die Unterwäsche, die Besetzung und trotzdem machen sie immer gute Musik. Ja. Da kann man schon mal durcheinander kommen, meine Lieben, kann man schon mal machen. Ja, dann habe ich mir nochmal eine Phil Collins Platte geholt, weil war auch Phil Collins Zeit, diese hier. No jacket required. Keine Ahnung, ich kann ja kein Ausländisch, kann ich ja nicht. Ja. Sieht super aus hier in Hülle. In Hülle werden wir schon zeigen, machen wir das so richtig. Von Vea Music und sieht Turbo aus. Turbo aus. So. Den mag ich eben einfach. Oh, macht eine schöne Musik. Oder hat gemacht, besser gesagt. Der Bärli ist hier. Wollt ihr wieder hier gucken mal? Schnäuzchen hoch. Ja. So, du kriegst dann auch noch was, wenn wir den Beutel wegnehmen. Ah ne, du hast ja heute. Ja. Da muss er immer hier hin. Der kleine Bär muss dorthin. Dann habe ich gekriegt, Herricht und Preil, die allererste. Jetzt hat er mir bestimmt die falsche gegeben, oder? Weil hier hat er mir... leider die Hülle unten kaputt von 1966. Die müsste auch noch von den Komi. Ja, die hat auch noch das orange-weiße Label. Die kriegt man also wirklich, da muss man wirklich Kohle hinlegen. Die ist eben nie allzu oft. Und die fehlte mir noch von Herrischen und Prallen. Stunde gute Laune, 1, 2 und 3 habe ich ja. Und die, weil ist für uns eigentlich, für DDR ist das. Hier, die hat man auch in treue Hände hier. Die nehmen wir ja dann gleich weg. So, dann habe ich noch geholt, Peter und Paul, das waren auch zwei Sänger aus der DDR, die habe ich eben auch noch nie gesehen, die Amiga-LP von wann ist die eigentlich schon, 1981. So, und zum Schluss nochmal Willi Schwabes Rumpelkammer Folge 4, die geht klar für den Wiederverkauf, weil dies geht. Folge 4 und 5 kann man immer noch ein bisschen verkaufen. Natürlich wird man nicht reich damit, aber ich habe schon eine Frage, die hat schon 2 Euro. Da, und trotzdem kann man noch ein bisschen was. Geht schon noch. Die letzte habe ich, die lag nie lange, wo ich sie eingestellt habe. Ja. So sieht das aus. Krumpelwilli. So, wir müssen mal gucken, wir kommen langsam ein bisschen aus dem Bild. Ne? Ein bisschen aus dem Bild. So, jetzt können wir hier die blaue Tasche können wir jetzt wegnehmen, weil jetzt habe ich noch ein paar Singles wieder gekriegt. Ein paar Singles habe ich heute wieder gefunden. Ja, und dann gucken wir mal. Klassik-Single. Nee, wer braucht Geld? Euer von Guido, meinem Operettenquerschnitt. Die habe ich mir zweimal, weil es ist immer so, wenn du die dann zweimal zur Auswahl hast, kaufst du immer die schlechtere. Und da die Oni so oft ist, kann ich die schlechtere, ja, die ich dann sozusagen nie haben will, wieder verdünnen ist. Wo habe ich sie denn verschreckt? Ich muss mal rum. Weg, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Spielt mir ein Chatbete mitgenommen. Doch, hier. Hier ist dort die Hülle auseinander, aber hier ist noch ein Dütchen und die eine sah besser aus. Also. So, dann habe ich schon geholt, der tapfere Asmoon, wieder ein Märchenplatte. Märchen von Amor von Dimitri Nagishkin.
Vor langer, langer Zeit. Naja, die Sydney, na gut, ich muss mal leimen bloß. Aber Kindermärchen nehme ich ja immer mit. So, dann habe ich gekriegt. Ina Maria Fedorowski, ja, der Star schlechthin. Leider ist das wieder so eine Amiga-LP hier, die hier so ein Produktionsfett, die ist so matt auf der Seite. Das klingt immer nicht gut. Oh, das sind beide Seiten. Das klingt dann immer, hast du so Dauerknistern, so. Aber ich habe sie eben noch nie. Ich habe sie eben noch nie, deswegen habe ich sie für die Sammlung erst mal jetzt mitgenommen. Kommt zwar 1 Euro. Was will man machen? Dasselbe hier. Monika Hauptlaus, Dieter Renkler als Quartett-Single. Die hat auch hier die eine Seite. Das ist, ja, geht vielleicht gerade noch so, weil es kommt immer darauf an, wie laut die Musik ist. Aber hier ist er drauf, keine Bange, wir holen eine Zange, Meisterschuss, du auf die Bäume, ihr Affen, geh, alte, schau mich nicht so deppert an, du. Aber die habe ich immer auch noch nie und die gibt es auch nie so oft, die Single, also muss man immer erst einmal, wie gesagt, ich mache manches, kaufe ich erstmal auch zur Sammlungsvervollständigung, andere Sachen, nee, dann nehme ich es gar nicht erst mit. Ich mache das so eben nie. So, dann habe ich hier eine schöne alte wieder. Die gelbe, das Alphorn, du von die Geschwister Hofmann. Die Geschwister Hofmann und ist auf der Rückseite. Ich rufe vom Berg Halli, hallo, du. Die Amigos, du. Na, meine Güte. So, dann haben wir hier Franz Leher, Gold und Silber als Walzer und Pikanterin. Als, oh, ja, Amiga-Platte. Das ist alles Sammlung hauptsächlich, weil Singles zum Verkaufen. Ich habe noch so viel da, das ist, geht momentan nicht. Otto Dobrindt, Karl Michael, der Oma Johannathan und Johann Strauss, Karneval in Rom. Auch kleiner Querschnitt wieder. Operette, ich weiß, das interessiert euch bestimmt. Schweinigst, nicht? So, dann hab ich hier, oh, das Märchen. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen des Kaisers neue Kleider. Naja, die sind auch, na gut, die sauber machen muss das sowieso, da bleibt mir nichts übrig. 1969. Aber deswegen ist in Blau eigentlich müsste 90 müsste. Ich weiß gar nicht, ob die Dani noch Orange-Weiß haben müsste. Das. Naja, ist egal. Alles aber Hauptsache egal. So, dann hab ich noch so eine gelbe Schöne. Martin Ritzmann, du. Gern hab ich die Frauen geküsst. Was ist hinten drauf? Von Apfelblüten einen Kranz, du. Noch mal Martin Hoffmann. Sind bestimmt schöne alte Schlagerschnulzen. So, dann habe ich hier Klassik. Georg Friedrich Händel, der Messias, der ein Teil. Ich hoffe, da. Sind auch noch wunderbar bei der Frau, die kommt auch immer mal und ist immer mal dort. Da habe ich auch schon viele so schöne. Da sehen die Singles auch noch und die Hüllen, vor allen Dingen die Hüllen auch noch schön aus. Hier auch noch mal Händel. Das ist aber eine andere, zwar auch aus dem Messias hier, die Ouvertüre ins Halleluja. Und auch so noch gut, neue Innenhülle, weil die haben ja eigentlich eine Innenhülle. Aber. So, es wird langsam voll hier. Ja. Dann habe ich hier nochmal Haus und der Igel, Märchen, Literar. Dann Dornröschen und Rumpelstilzchen als Märchen. Auch muss ich die Hülle kleben, aber ist alles kein Problem nie. Sind bloß die Falze, die Verleimung aufgegangen, das stört das nie. So, dann hab ich noch einmal Phonograph, DDR-Gruppe, Mädchen in der ersten Reihe und ich gehe für die Sammlung. Für die Sammlung. Und zum Schluss auch nochmal für die Sammlung. Gib mir dein Herz wieder eine dufte Puppe. Das ist Orchester Günter Gollatsch. Achso, Foxtrot. Mhm. Ach ne, Steffen Reuter. Hier ist es ja, Steffen Reuter. Auch alle Amiga hier noch. Rot-weißes Label. Und die Hülle sieht ihm auch noch gut aus. So gut, hat Knicke und so für die Papiere, aber für das Alter geht das schon noch. Ja, meine Lieben, da war der Beutel schon wieder leer, nicht? Und ist doch einiges geworden. Oh, viel Filme, Serien hier. Mit Schallplatten ging erst gar nicht los. Und dann zum Schluss, wie gesagt, noch mal ein bisschen hier die eine Frage mit den vielen Singles haben wir gefunden und Rumpelwilli. Ja. Bei meinem Stammhändler, wie gesagt, da konnte man einfach nicht vorbei. Ich habe schon wieder 4 Stück abgekauft. Der macht schon gutes Geld mit mir. Ja, meine Lieben, ob ich da, wie gesagt,
nochmal gehe diesen Monat, das weiß ich nie, weil es sieht jetzt wirklich mau aus und man muss ein bisschen die Kohle zusammenhalten, man weiß ja nie, was kommt. Ja. Das eine macht bei eBay jetzt riesen Umsatz und sagt, hey. Na nee, kleines Späßchen. Ja, da haben wir ja auch wieder ein bisschen länger heute. Ja, meine Lieben, da wollen wir das ohne Unitz in die Länge ziehen, nicht? Da hoffe ich, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Ich freue mich wie immer, nette, konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Nicht? Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Da danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.